Während Let's Dance seit Jahren die Massen vor den Fernsehern vereint, drückt Comedian Luke Mockridge ganz bewusst die Stopptaste. Warum er lieber Känguru-Pimmel essen würde, statt an der Sendung mit Joachim Jambico teilnehmen zu müssen. Er würde nie bei Let's Dance mitmachen im Kennt jeder Podcast mit Hamid Ferdousi, enthüllt er. Ich habe Let's Dance noch nie gesehen. Trotz Anfragen, selbst über das Parkett zu wirbeln, bleibt er standhaft. Ich würde nie bei einer Sendung mitmachen, wo ich Menschen über den Schirm anbetteln muss, für mich anzurufen. Für Mockridge sei dies das Würdeloseste der Welt. Dabei spart er nicht mit scharfen Worten und setzt nach: Dann lieber im Dschungel Känguru-Pimmel essen. +++ Let's Dance, kurz nach Ausstrahlung zieht RTL eindeutiges Urteil. +++ Aktuell tourt er mit seinem Programm Trippi und scheint mit dem TV wenig am Hut zu haben. Fernsehen ist so unpersönlich, kritisiert Mockridge und betont die Authentizität der Live-Performance. Im Fernsehen wird gelogen. Auf der Bühne ist die Wahrheit. Doch nicht nur Let's Dance kriegt sein Fett weg. Auch The Masked Singer, wo er selbst Gastjuror war, findet bei ihm kein Gefallen. Das Kostüm ist der größere Star als der Promi darunter. Zum TV-Klassiker Big Brother äußert sich Mockridge nostalgisch. Die erste Staffel sei schon legendär. Aber die Begeisterung hielt nicht an. Dann waren es eigentlich nur tätowierte Assis. Immerhin eine Show hat es dem Comedian angetan, das Sommerhaus der Stars. Ob er irgendwann selbst an der Kultshow teilnehmen wird, bleibt abzuwarten.